Hallo in die Runde, willkommen zum Krieg gegen was Kyrillisches. Ich war relativ früh dabei und habe mir gedacht, ich probiere mir ein bisschen Gelb hinzulegen. Der Dreier unter dem Hasen wäre natürlich von Anfang an machbar gewesen, aber ich wollte mir ein bisschen was schieben. Vielleicht kommt noch was nach und da wird es belohnt. Da habe ich den Diamanten. Ja, Hasi steht leider auf, das ist so ein bisschen blöd. Aber zumindest ein Blauer geghostet. Das ist schon mal gut. Sie bleibt zum Glück liegen. Ja, die Schachkönigin im Strandoutfit. Achtet mal drauf, die haut ganz schön böse Kellen. Ich hätte die auch die ganze Zeit anspielen sollen. Alles, was Initialschaden macht bei drei Leuten, die Gegenschlag haben, ist die Chance schon groß, dass es Schaden macht. Aber sie nimmt die äußere Gegenschlag umgangen. Damit kann ich leben. Die Debuffs müssen runter. Wir wollen nicht brennen. Wäre schlauer gewesen, ich hätte noch gewartet mit der Heilung, damit einfach die Pfeile nicht so viel Schaden machen. Aber im Endeffekt, ihr seht es, es ist egal. Natalie ist die Anführerin der gegnerischen Gilde. Fand ich schön. Erster One-Shot. Ja, der Gegner hat keinen Heiler drin und keinen Reiniger. Deswegen gehen wir mit Dots rein. Blöd nur, in der Mitte steht Clarissa. Das ist mir erst klar geworden, als ich schon auf Go gedrückt hatte. Weil, ihr werdet es gleich sehen, Clarissa ist natürlich immun gegen Gift. Aber der Vorteil, meine Clarissa ist auch immun gegen Gift. Und ja, hier kommt natürlich ziemlich viel rein. Ziemlich viel, was Schaden macht, aber Lila in Lila ist jetzt nicht so tödlich. Da seht ihr, sie widersteht dem Gift-Effekt über Zeit. Na, ja. Und Rot war bisher spärlich, aber alles noch im Rahmen, war der erste Zug. Mit dem Grünen nach unten könnte ich nächste Runde ein Dreier-Match machen. Glück gehabt. Ich nehme einfach zwei Dreier-Matches. Ja. Da die rechte Seite noch überhaupt nicht war, gehen wir wieder nach links. Und Clarissa überlebt es natürlich. Weil, na, zwei lila Helden macht nicht so viel Schaden. Die ist komplett, die hat 20 Level, 20 Talente, da hält. Ja, zum Glück jetzt endlich Feierabend. Wir gehen mit Feuer rein und jetzt habe ich lang überlegt, was ich mache. Ich wollte rechts nicht spielen, wollte Poseidon aber auch nicht auslösen. Ja, was soll man dazu sagen? Lang hin und her gedacht. Die Überlegung war, wenn rechts die beiden Sniper auslösen und alles auf Russell geht oder auf irgendwen anders, Russell ist nicht voll, dann ist es halt tödlich. Also spiele ich auf Poseidon, da löst nur einer aus. Und ich kann dann nächste Runde ghosten. Und weil Feuer noch an ist, zumindest dann den Heilbuff über Zeit anschmeißen. Aber auch die falsche Reihenfolge, ne? Eigentlich hätte man erst Russell auslösen müssen und dann, aber weil vorher eh schon der Brand an war und Emilio ja mehr Schaden macht und die Heilung über Zeit anschmeißt, wenn Brand ist, war es dann am Endeffekt auch egal. Ja.
ganz wenig Grün unter Magni, da kann man den Diamanten zünden und dann ordentlich in die Vollen gehen. Zwei rote Matches sind da. Geghostet reicht das komplett, dass das geladen ist. Und dann kann man einfach mir nichts, dir nichts nochmal raushauen. Und notfalls direkt danach nochmal. Da hätte man jetzt auch links direkt vorbeispielen können die ganze Zeit oder das lila Match machen. War egal, im Endeffekt gewonnen 2-0. Ich habe mich dann für einen Rest entschieden und ich habe mir überlegt, ansonsten mache ich es immer taktisch unklug. Wenn ich verliere, liegt es natürlich hauptsächlich am Board. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich mehr Punkte kriegen. Und das war halt einfach, ich gehe immer meine Teams, wo ich glaube, wie stark sie sind, in der Reihenfolge nach oben nach unten durch. Auch für einen Rest mache ich das. Und hier am Ende habe ich immer zwei Reste-Teams über. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich eines meiner Reste-Teams direkt am Anfang raushaue. Zwei Sniper plus Morrel ist schon eine harte Ansage. Deswegen habe ich auch zweimal Entzauberung. Die rechten beiden, die hätte man eigentlich ein bisschen verteilen müssen. Wäre taktisch klüger gewesen. Ja. Also beide Sniper dürfen nicht auslösen. Ich habe es, finde ich, taktisch gut gemacht. Sie kann nicht ausweichen. Ja, Fock ist leider das Problem, dass der erste Schaden, der bei ihm eingeht, ja reduziert wird. Und er natürlich auch aufstehen konnte. Deswegen war das ein Fehler. Ich hätte die ganze Zeit allerdings schon links mal füttern müssen. Da kam zum Glück genügend nach, sodass dieses Mana einmal komplett reduziert wurde. Ansonsten wäre das blöd gewesen. Das waren zwar nur 4 Helden, aber was man nicht vergessen darf, die haben alle 20 Wappen. Und bei mir ist zumindest, wo ich weiß, dass links komplett keine Wappen hat. Melanor hat keine Wappen und ich weiß nicht, welcher Rigard das war. Ha! Zu diesem Zeitpunkt, ich bin gerade schon weggegangen. War das so, dass ich rübergegangen bin und hatte Locke überholt. Der hatte nämlich keine 3 One-Shots. Ja, Nathalie hat sich als Lieblingsgegner angeboten. Ich kann es grüne Match machen, ich kann lila machen. Ich wollte mir ein bisschen was überlassen, nämlich wenn der Hase auslöst, dass die Minusverteidigung dann schön unter lila ist und ich dann in die Schachkönigin reinspielen kann. Oh, Francine hat leider so gut wie keinen Schaden gemacht. Also die hat ordentlich abgehalten, die Königin. Und da, ihr seht es, das war natürlich gerade auch absolutes Glück, dass Rigard nicht draufgegangen ist. Ja, da hätte ich mal gucken müssen, wie viele Lebenspunkte der Hase hat. Dann hätte man da vielleicht auch gleich den blauen Diamanten machen können. Dann wären da 3 Steine plus Gelb noch rein und. Aber ich habe es, glaube ich, versäumt reinzuschauen. Das ärgert mich auch so ein bisschen. Da sollte man immer mal reingucken, wie viele Lebenspunkte die haben. Ich mache es dann einfach, aber ich habe halt nicht reingeguckt. Es ist gut gegangen, es ist lila nachgegangen, aber schauen ist halt besser. Hier war ich so ein bisschen am Atmen. Ups. Dots. Ja, kann ich jetzt nicht mehr auf die Schnelle heilen. Aber zum Glück war Heimdall fertig. Und da kommt dank der Dots auch ordentlich Schaden rein. Ihr seht es. Das ist wirklich böse. Und ich habe es unterschätzt. Und die Schachkönigin, ihr habt sie jetzt in Aktion gesehen, die haut bösartige Kellen.
Kann man ja nur sagen. Ich fand es furchtbar. Ich wollte nämlich nicht verlieren. Gut, das Board meinte es sehr gut mit mir. Das, was letztes Mal nicht so klappte, hat diesmal geklappt. Ja, da war klar, Locke hatte seine 6 Angriffe. Ab jetzt bin ich schon im Plus. Hier zu dem Angriff muss ich sagen, ich hatte ja vorhin meine Reste vorgezogen. Und normalerweise sind in dem Reste-Team, ist mir danach aufgefallen, Rigard nicht drin, sondern Sabina. Und das heißt, ich musste Sabina jetzt nutzen, um hier zu kämpfen in dem Clown des Unheilteams. Ihr werdet sehen, was als möglicher Fehler anfing, sich noch als sehr nützlich erweisen wird. Glück gehabt, hat nicht gereicht, Sabina gekillt. Ja, und dann... Also Sabina wurde nicht gekillt und jetzt sieht man halt einfach mal, okay, die können alle keine Buffs bekommen. Das heißt, ich kann komplett Tabula Rasa spielen. Und das Schöne ist, Ferron wird auch keinen Buff bekommen. Deswegen habe ich Blau ausgelöst und die ganze Combo reingespielt. Ja, das ist ärgerlich, gut. Aber sie hat widerstanden dank Mana-Schild, also... Diesmal lief ziemlich viel richtig, was das letzte Mal schief lief. Die Clown des Unheils schlagen los, ja. Und dann macht der Gnom, der Goblin auch nichts mehr und dann ist es jetzt nur noch runterspielen. Ich kann jetzt hier einfach die ganze Zeit ghosten. Und dann mit den Clown zuschlagen. Und dann hat Ferron nichts gemacht. Ja. Letzter Angriff. Letztes Reste-Team. Ich habe lange, lange überlegt. Vorher war ein Reste-Team mit 34 Punkten. Das habe ich ziehen lassen. Habe es jemand anderem gegeben. Und dann war lange Zeit nicht klar. Ich wollte... mehr Punkte, muss ich ganz klar sagen. Ich hätte auf ein Team mit 40 Punkten gehofft. Und es kommt auch später, ich zeige euch einen Screenshot. Ich hätte es haben können, habe mich aber dagegen entschieden. Ich wollte den Rest des Nachmittags frei haben. Hier verkacke ich total. Achtet einfach mal gleich auf June, wen er trifft und was danach meine nächste Aktion ist. Ich dachte mir, bei nur einem Heiler und Anastasia als so ein bisschen Off-Heiler, möchte ich sagen, mit den Minions, fand ich es genau die richtige Entscheidung, Kirill mit in der normalen Version mitzunehmen. Das hat ihm gerade nämlich den Arsch gerettet. Ja, und ihr seht es, ne? Katal ist blind und mir fällt es überhaupt nicht auf. Ich denke, jo, blau auf rot, das haut rein. Verfehlt, hä, was? Oh nein. Das hat gedauert. 23, 21, 20. Das hat 23, 21, 20, 21, 22, 23. Oh mein Gott. Ja, aber Yang Mai haut da einfach mal einen raus. Ne? Letztes Spiel, letzten Krieg hat mir Yang Mai das schon verhagelt. Und diesmal wollte sie das wieder machen. Nicht mit mir. Diesmal komplett drauf. Ja, und jetzt steht es dann 3 gegen 1. Und ich sage euch, es wird spannend. Ureus heilt sich dank des Minions. In Kombination mit Anastasia ist ein Minion bei ihm knapp 240 Lebenspunkte wert. Das ist gut.
Ja, und dann sind die weg. Also einmal bitte den Sand dort oben drauf. Und jetzt heißt es einfach nur ghosten. Die ganze Zeit ghosten und die 24 Schadenspunkte pro Runde von dem Fiend abwarten. Die kleinen Autotext, die killen mich nicht und dann kann man dann jetzt hier in die Vollen gehen. Das war ein knappes Ding. Ja, ihr seht es, später war er hier noch da. Man weiß natürlich nicht, ob ich den Rest gepackt hätte, ne? Hätte, wäre, wenn, man weiß es nicht. Aber wären deutlich mehr Punkte gewesen als 34. Das wird sich noch rächen. Ich zeige euch gleich, wieso. Ja, dann sind wir in die letzte Phase gegangen, die letzte halbe Stunde. Der Gegner hatte noch einen Angriff. Wir hatten fünf Angriffe. Und das war der Endstand. Joker hatte noch alle sechs. Und dann hatten wir noch einen Angriff, der offen geblieben ist. Und er hat alles getan. Ein One-Shot nach dem anderen. Ihr seht es, da ist er am Arbeiten. 6440 zu 6486. Und unten, ihr seht es, unten Alex war 47 Punkte wert. Ja, leider hat ihn da das Bordglück verlassen. Ist Pech. Und dann ist das auch der Endstand. Unser letzter Angriff wurde leider nicht gemacht. Wir haben leider seit Monaten mal wieder einen Angriff offen gehabt. Und der hat uns mit hoher Wahrscheinlichkeit den Sieg dann auch gekostet. Herzlichen Glückwunsch, Saar, zu 303 Punkten. Für mich war wichtig, jemanden zu besiegen. Hab ich. Und deswegen habe ich auch die 34 Punkte anstatt später die 47 gewählt. Ich hätte ja auch noch warten können. Ja, meine Verteidigung hat komplett versagt. 4 von 4. 4 Angriffe, 4 Niederlagen. Das war irgendwie nicht so. Da haben wir einfach Punkte vorher schon liegen lassen. Das ist ärgerlich. Aber im Endeffekt ist es ein Krieg. Ihr seht es hier, was Joker da noch gerissen hat, muss man sagen. Hut ab, mit dem Druck muss man auch erstmal klarkommen. 3 One-Shots noch und den Rest mit Clears zu machen und gut, dann einmal Pech. Platz 6, ich bin sehr zufrieden, 294. Hätte ich die 47 anstatt die, ne? Hätte ich da oben gestanden, aber scheiß da Hund drauf, wir haben verloren. Da ist es auch egal. Wichtig ist Platz 44. Und damit verabschiede ich mich in die neue Woche und euch einen schönen Sonntagabend. Macht's gut. Tschüss.